Some say that life is just a great adventure, that all there is to know is what you see. Per Anhalter über die Wasserwege. Ein Versuch von Schriftsteller und Musiker Auke Holst. Mal gegen den Strom, mal flussabwärts, aber immer in eine Richtung. Von Amsterdam nach Odessa. Auke beginnt seine Reise in Amsterdam. Eine außergewöhnliche Idee. Man kann das Meer fast berühren. Wie ein Wunder. Meine Heimatstadt Amsterdam liegt 2 Meter unter dem Meeresspiegel. Ich weiß das natürlich. Jeder hier weiß es. Doch was heißt das wirklich? Erst die Lichtinstallation Wasserlicht des Künstlers Daan Roosgaard lässt es sinnlich erfahrbar werden und zeigt, was es wirklich bedeutet. Auf dem Museumsplatz, hypnotisiert von den Wellen, gehen meine Gedanken zum Meer, das Wohlstand durch Handel brachte und dafür Opfer an Menschen forderte. Oder zum Wunder der Sperrwerke und Deiche, die uns in Sicherheit leben lassen. Wir leben mit und auf dem Wasser. Das haben wir schon immer. Amsterdam wuchs unheimlich im goldenen Zeitalter des 17. Jahrhunderts, wurde reich und schuf ein Netz von Kanälen, die beides sind: Transportwege und Entwässerungssysteme. Ich bin Auke Hulst, Schriftsteller und Musiker. Ich gehe auf eine Reise. Trempe über Flüsse und Kanäle in Europa, in der Hoffnung, Odessa zu erreichen, den berühmten Hafen am östlichen Rand. Ich habe die ganze Welt bereist, doch mein eigener Kontinent ist noch ein Rätsel für mich. Ich nenne mich Europäer, doch was ist das? Das will ich herausfinden. Wie das Reisen per Anhalter funktioniert, probiere ich erstmal vor meiner eigenen Haustür, in Amsterdam. Hallo! Bist du dabei, wegzufahren? Ich werde etwas rumfahren. Darf ich mit? Ja, okay. Nettes Treppchen hier. Hoi. Auke Hulst. Michiel van den Berg. Kannst du das nicht machen, jetzt, wo du an Bord bist? Diese Seite, diese Seite. Diese Seite? Und ein Schubs. Wo kommst du her? Ich komme ursprünglich aus Groningen und wohne schon 8 Jahre in Amsterdam. Jetzt bin ich auf dem Weg nach Odessa. Die Idee ist, ein Bild von Europa zu bekommen über die Wasserwege, die alten Autobahnen von Europa. Ja, klingt gut. Jetzt muss ich es nur noch machen. Und du beginnst in Amsterdam? Ich beginne in Amsterdam. Dann bist du ja schon ganz schön weit. Ja. Was ist das denn? Wenn du noch ein Second-Hand-Fahrrad brauchst. Es ist unglaublich, was für ein Haufen da drin liegt. Eine Touristenattraktion. Ich bin nur selten auf den Grachten unterwegs. Der Blickwechsel lässt mich die Schönheit der Stadt neu erkennen. Dass all das auf Holzpfählen erbaut ist. Es ist schon etwas Besonderes, dieses Amsterdam auf Pfählen. Es gibt Sandschichten in 15 Metern Tiefe und in 23 Metern Tiefe Schlick. Und da wurden in jener Zeit die Holzpfähle, es sind ja Holzpfähle, hineingetrieben. Amsterdam ist gebaut auf Pfahlen. Wenn die Stadt mal umfällt, wer soll das bezahlen?
Also, Auke. Vielen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg für die Reise nach Odessa. Danke. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinen kleinen Touren durch Amsterdam. Das wird schon klappen. Kann ich hier... Es war verhakt. Nett, dich kennengelernt zu haben. Viel Glück. Danke. Wir fahren vom Stadtzentrum ins ehemalige Industrie- und Hafengebiet Amsterdam-Nord. Ganz Klischee. Auch die längste Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Doch bevor ich nach Osten aufbreche, will ich einige ungewöhnliche Orte im neuen kreativen Bezirk von Amsterdam-Nord besuchen. Das gibt mir auch die Gelegenheit, die Fähre über den Eifluss zu nehmen. Ein schöner und kostenloser Service der Stadt. Fähren habe ich schon immer geliebt. Sie sind alle gleich und doch verschieden. Sie verbinden, sind ein Element unaufgeregter Geschäftigkeit. Viele Male am Tag die gleiche Strecke, die gleichen Rituale. Das Be- und Entladen, die Geräusche, das Treiben der Menschen, die ankommen wollen. Eine Fähre ist nie ein Ziel. Sie ist nur ein Werkzeug, ein Weg. Wir fahren zum Gelände der ehemaligen NDSM-Werft. Es war einmal die größte Schiffswerft Europas, bis sie 1984 stillgelegt wurde. Lange hatte die Gegend ein schlechtes Image, doch jetzt erlebt sie einen Aufschwung. Es gibt viele innovative Projekte mit kreativen Menschen. Der Kran ist nur auf den ersten Blick ein Relikt aus der Zeit, als hier Schiffe vom Stapel liefen. Das Feralda Crane ist heute ein exklusives Hotel. Hallo. Hey. Danke. Willkommen. Komm rein ins Feralda Crane Hotel. Komm weiter. Jetzt wird's eng. Maximal 8 Menschen passen hier rein. Ja, im Fahrstuhl. Ja. Oben wird's noch schlimmer. Da wird's richtig intim. Guten Tag. Das ist Edwin. Hi, Auke. Hi, Edwin. Edwin Kornmann-Rudi hatte die Idee für dieses außergewöhnliche Hotel. Den Namen Feralda gab Edwin seinem Hotel nach einer schönen und sinnlichen Holländerin aus den 40er Jahren. So. Das ist der feste Teil vom Kran. Und dieser Teil, den du hier siehst, geht 50 Meter in die Höhe und dreht sich im Wind. Das ist wirklich majestätisch. Das ist spannend, aufregend. Und ich muss mich auch immer wieder neu daran gewöhnen. Ich kann mir vorstellen, wenn man im Bett liegt und schläft. Zuerst schlafen sie durch, wenn sie schlafen. Das ist auch etwas Besonderes. Die Menschen liegen entweder im Whirlpool, hängen an der Bar rum oder sitzen ganz oben. Sie nehmen dies auch wirklich als Erfahrung. Das ist ein Hotel, aber es ist auch alles sehr spannend. Die Ausstattung der drei Suiten ist unkonventionell. Gäste sind vor allem kreative Menschen, wie Musiker, DJs und andere Künstler, die immer wieder hier übernachten, wenn sie in der Stadt sind und pro Nacht 450 bis 550 Euro bezahlen. Ich habe mit Sozialhilfe angefangen. Vorher hatte ich Privatkliniken und Gesundheitszentren und bin damit aber auf die Schnauze gefallen. Also habe ich das hier aus der Sozialhilfe heraus angefangen. Ich hatte 835 Euro pro Monat und jeder hat gedacht, dass dies einen großen Investor braucht. Doch es ging anders. Mit kleinen Schritten und viel Eigenleistung hat er sein Hotel aufgebaut und ist erfolgreich damit. Sozialhilfe ist Schnee von gestern. Ich weiß nicht, ob das Wasser abgelassen wurde. Ist vielleicht schön für ein Bild. Soll ich das even open gooien?
Misschien wel leuk voor een shotje, hè? Ja, weet ik. Nee, het is... Dat hier is voor alle gasten? Nur für die Gäste. Ich habe drei Suiten. Alle können den Whirlpool benutzen. Hey, dearest Faye. Somehow we got lost along the way. Mein Text vergessen. Wie kann das sein? Gewoon nog een keer. Hey, dearest fate. Somehow we got lost along the way. Maybe we will meet again. Maybe things will be different then. The way time will evolve, we cannot say. You are okay. We've broken up, but I will love you, come what may. Unterschiedliche Lebensformen an und mit dem Wasser werden mich während meiner ganzen Reise beschäftigen. Nicht weit vom Kranhotel liegt die Keuvel, ein Areal beispielhaft für die Gegend. Ein innovativer Lebens-, Arbeits- und Entwicklungsort. Früher war auch dies ein traditionelles Industriegebiet. Heute sind hier junge Leute mit ihren Ideen zu Hause. Hey. Hi, Auke. Hi, Sascha. Sascha, fein, dass ihr... Schön, dass du mit uns reden möchtest. Natürlich. Wir sind hier auf der Keuvel und du warst als Architekt von Anfang an dabei. Architekt an der Wiege gestaan von der Keuvel. Ja. Erzähl, wie kam das? Alles hat angefangen mit einem Wettbewerb von der Gemeinde. Und die Gemeinde hatte die Idee, an dieser Stelle Ateliers für Künstler unterzubringen. Obwohl das hier doch ein stark verschmutzter Ort ist, in der Stadt. Ja, früher war hier eine Schiffswerft, stand leer. Soweit ich weiß, gut 10 Jahre. Und sie hatten keine Ahnung, was sie damit machen sollten. Und da hast du an alte Hausboote gedacht. Zuerst haben wir ein Team zusammengestellt. Und als wir zusammensaßen, hatte der Landschaftsarchitekt die Idee, dass wir Pflanzen nutzen, um den Boden zu säubern. Es gibt bestimmte Pflanzen, die den Boden reinigen können. Aber das braucht Zeit. Und ich hatte die Idee, Hausboote zu benutzen, die normalerweise verschrottet werden, und Ateliers daraus zu machen. Sie auf das Land, auf den verschmutzten Boden zu stellen. Ein Steg dazwischen, um in die Boote zu kommen, und auch als eine räumliche Trennung zur verschmutzten Erde. Dann alles zu renovieren und nachhaltig zu machen und nach 10 Jahren alle Boote wieder ins Wasser zu lassen und das ganze Gelände wieder sauber zu hinterlassen. Het hele terrein eigenlijk schoon achterlaten en zoveel als mogelijk gezuiverd te hebben. Ja, ik vond het heel belangrijk. Ik vond het zeer wichtig. Danach heb ik gezocht im städtebaulichen Konzept. Zuerst war da die Idee, Container zu benutzen, aber die sind sehr anonym. Ich habe auch nach etwas gesucht, das mit Amsterdam zu tun hat oder echt niederländisch ist. Of wat is echt Nederlands? Bevor ich auf meine große Reise gehe, möchte ich mir noch einen anderen Ort anschauen, von dem jeder weiß, dass es ihn gibt, doch auf dem viele Amsterdamer noch nie waren. Auch mitten auf dem Wasser. Pampus, die Festungsinsel. Kann ich hier sitzen? Ein Mann, der sich Notizen macht, macht neugierig. Und so erzähle ich, dass ich per Anhalter über die Wasserwege nach Odessa fahren will. Schönen guten Morgen. Wir los von der Binnenseite, wir graag nach buiten. Habt ihr ein Boot oder wirst du die ganze Zeit trampen? Ich trampe. Ich habe eine Idee. Du kannst auch neben dem Kanal herlaufen. Und dann mietest du ein kleines Boot. Ein kleines Ruderboot. Oder auch so ein Flachboot.
Stückchen. Ich glaube, dass es noch nicht einmal einen Kanal von Friesland nach Groningen gibt. Doch. Jawohl. Weißt du auch, wie der Kanal heißt? Nee. Nein? Wie heißt er denn? Erwischt. Ich dachte, dass es der Prinzessin-Margrit-Kanal ist. Denke ich. Oder ist es der Van Starkenborch-Kanal? Das könnte auch sein. Und der führt nach Friesland? Ja, glaube ich schon. Fast in jeder Stadt gibt es doch einen Kanal. Oh ja. Warum fahrt ihr nach Pampus? Einfach so? Eine kleine Tagestour. Eine Tagestour? Um es mal zu sehen. Du hast keine Ahnung, was es da so alles gibt? Nein. Auch dies typisch holländisch. Wasser als Weg, sich die Welt zu erschließen und ebenso als Werkzeug der Verteidigung. So entstand Pampus. Da kommt auch die Ausdrückung vor Pampus liegen vandaag. Vor Pampus liegen, das heißt warten müssen. Schepen die lagen dan. Die Schiffe lagen damals vor Pampus in der Fahrrinne und warteten darauf, in die Stadt gelassen zu werden. Om naar binnen geloodst te worden. Das habt ihr nicht gewusst, hä? Das Eiselmeer war damals noch Teil der Säudersee, also des offenen Meeres. So konnte vor Pampus liegen sehr lange dauern. Denn die Schiffe mit schwerer Ladung aus dem fernen Osten mussten auf die nächste Flut warten. Die Seeleute, so kurz vor zu Hause, langweilten sich an Bord und begannen zu trinken, oft bis sie besoffen umfielen. Auch das heißt liegen vor Pampus. Pampus wurde für den Krieg gebaut. Doch das Fort wurde nie kriegerisch genutzt. Die Festung entstand Ende des 19. Jahrhunderts als Reaktion auf den Französisch-Deutschen Krieg. Es war eine Zeit, als europäische Kriege alltäglich waren. Die niederländische Regierung wusste, dass die Entwicklung der Waffen schnell vorangehen würde und der Schutz verstärkt werden musste. Deshalb schuf man einen neuen Verteidigungsring, ein System von Forts um Amsterdam herum. Eines dieser Forts ist die Festungsinsel Pampus. Die Festung stand jahrelang leer und kaum jemand verirrte sich auf die Insel. Ein bizarres Niemandsland, in das nur abenteuerlustige Kinder kamen. Jetzt gibt es Fährverbindungen und man kann die Gemäuer und ihre Geschichte entdecken. Für das Erkunden der Insel hat man 2,5 Stunden. Dann kommt die Fähre zurück und holt die Besucher wieder ab. Imre, der Kapitän, ist ein Freund. Früher war er Matrose auf Segelschiffen. Wusstest du, was Pampus bedeutete? Ja, ich bin da schon oft gewesen. Du warst schon oft hier? Mit anderen, kleineren Booten? Ja, seit meiner Jugend. Ich bin in dieser Gegend aufgewachsen, mit Bezug zum Wasser. Und ich fuhr auch als Matrose auf einem traditionellen Segelschiff, machte Tagestouren mit Passagieren. Und dann ging ich oft nach Pampus, auch nur, um mit dem Fortwächter eine Tasse Kaffee zu trinken. Das war schön zu sehen. Du kamst hierher gefahren, hast telefoniert und gleichzeitig hast du auch noch das Steuerrad in der Hand gehalten. Ja, du sagst es. Das hält auch nicht auf. Du sagst es jetzt und jetzt geht es. Den rufe ich später zurück. Das ist so, die Art und Weise, wie dieser Betrieb hier läuft. Das ist ein Ein-Mann-Betrieb. Und es ist schwierig, daraus mehr zu machen, ohne dass man Mitarbeiter einstellt. Mit dem, was ich hier mache, verwirkliche ich einen Traum. Da bin ich jetzt mittendrin. Diesen Betrieb aufzubauen, das ist unwahrscheinlich gut. Das macht sehr viel Spaß. Imre lebt seinen Traum, mit dem eigenen Fährboot selbstständig zu sein. Mein Traum ist es, nach Odessa zu fahren. Ich brauche eine Karte. Und der beste Platz hierfür ist das maritime Antiquariat im Schreiersturm. Ich brauche Informationen. Ich will eine Reise machen von Amsterdam nach Odessa. Odessa, oh. Das ist ein Paradies für Wasserbegeisterte. Wir müssen mal sehen, ob wir die Route finden.
Hier ist Amsterdam. Even kijken, wat zien. Ich versuche einen ziemlich direkten Weg zu nehmen. Durch den Norden Hollands. Quer durch Deutschland. Weiter durch Polen und Weißrussland. Und dann den Dnieper hinunter. Ja, da kann ich. Dit zijn dus de oranje sluizen. Das ist die oranje sluizen. En naar Amsterdam. Der Zugang von und nach Amsterdam. En ik hoop vandaag. Und ich hoffe ein Schiff zu finden, das mich mitnimmt. Maar zoals je ziet, het is erg rustig. Aber wie ihr seht, ist es sehr ruhig. Een hele lange dag wordt. Ich hoffe, dass das nicht den ganzen Tag so bleibt. Wat een schip. Was für ein Schiff. Goedemorgen. Guten Morgen. Ja. Bitte festmachen, da drüben. Dreht ihr eine Runde? Das ist eine Gruppe aus Italien. Wir fahren von hier nach Volendam. Und dann wieder zurück. Ja, aber nicht mehr mit dem Boot. Nicht mit dem Boot. Wir lassen sie in Volendam raus. Okay, viel Spaß. Danke fürs Anlegen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wohin fahrt ihr? Wir fahren wahrscheinlich nach Stavoren. Stavoren, Friesland? Ja. Okay, ich reise von Amsterdam nach Odessa, aber Friesland ist schon die richtige Richtung. Könnte ich mitfahren? Darf er mit? Aber es ist eine 6-Stunden-Fahrt, das wissen Sie schon, oder? Ja, aber nach Odessa werde ich bestimmt 40 Tage fahren. Wo müssen Sie in Friesland sein? Stavoren oder Lemmer? Ist egal. Ist an sich kein Unterschied. Stavoren passt mir sehr gut. Wir fahren jetzt dahin, direkt ohne Stopp. Also, komm an Bord. Super, vielen Dank. Hi, Auke Hulst. Rob Peters, das ist meine Frau Nienke. Auke. Nienke. Es geht hinaus aufs Eiselmeer, den größten Binnensee der Niederlande. Ein riesiger Deich trennt ihn von den Fluten der Nordsee. Ich habe schon in einem Autotramper mitgenommen, aber noch nie auf einem Boot. Das ist neu. Was hast du vor? Ich will von Amsterdam nach Odessa reisen. Odessa? Bis zum Schwarzen Meer? Mann. Ja, bis zum Schwarzen Meer. Das ist ein Verrückter. Nein, das ist nicht verrückt. Es ist, sagen wir, ein verwegener Plan. Das kann man sagen, ja. Ein verwegener Plan ist es sicher. Ich finde es schon ein großartiges Unterfangen. Einfach um zu reisen oder willst du auch etwas herausfinden? Was ich gerne möchte, ist eine Idee zu bekommen von dem, was Europa ist. Ich bin Reiseschriftsteller und viel gereist, doch vor allem außerhalb von Europa. Ich kenne mein eigenes Hinterland nicht. Das ist die Idee, ein Bild zu bekommen von dem, was Europa ist, was ein Europäer. Ob wir kulturell wirklich so verbunden sind, wie wir denken. Auke, das ist mein Sohn. Auke. Hallo, Jeroen. Du steuerst? Ja, der Steuermann. Jeroen und seine Eltern sind auf dem Heimweg nach Friesland. Sie waren übers Wochenende in Amsterdam. Und nu verdwijnt Amsterdam achter uns in de verte. Und jetzt verschwindet Amsterdam hinter uns in der Ferne und das Abenteuer beginnt richtig. Abfahren ist immer ein bisschen bittersüß, finde ich. Einerseits schaust du voraus auf alles, was kommt, aber du hinterlässt auch was. Menschen, Plekken, Orte und etwas von dir selbst eigentlich. Ein Stückchen von jezelf eigentlich. Und Bienen ist Appeltaart. Und Bienen ist Apfelkuchen. Auch belangrijk. Auch wichtig. Say that life is just a great adventure. That all there is to know is what you see.
Some say that we're reflections in the water. That's all we'll ever be. Some say to know the world you have to travel. Some say to know the world go read a book. I think the world's a puzzle to unravel. I'll go and have a look. Alle können den Whirlpool benutzen. Hey, dearest Faye, somehow we got lost along the way. Mein Text vergessen. We'll come back. Wie kann das sein? Gewoon nog een keer. Hey, dearest Faye, somehow we got lost along the way. Maybe we will meet again. Maybe things will be different then. The way time will evolve, we cannot say. You are okay. We've broken up, but I will love you, come what may. Unterschiedliche Lebensformen an und mit dem Wasser werden mich während meiner ganzen Reise beschäftigen. Nicht weit vom Kranhotel liegt De Keuvel, ein Areal beispielhaft für die Gegend. Ein innovativer Lebens-, Arbeits- und Entwicklungsort. Früher war auch dies ein traditionelles Industriegebiet. Heute sind hier junge Leute mit ihren Ideen zu Hause. Hey. Hi, Auke. Hi, Sascha. Sascha, fein, dass ihr... Schön, dass du mit uns reden möchtest. Natürlich. Wir sind hier auf De Keuvel und du warst als Architekt von Anfang an dabei. Ja. Erzähl, wie kam das? Alles hat angefangen mit einem Wettbewerb von der Gemeinde. Und die Gemeinde hatte die Idee, an dieser Stelle Ateliers für Künstler unterzubringen. Obwohl das hier doch ein stark verschmutzter Ort ist, in der Stadt. Ja, früher war hier eine Schiffswerft, stand leer. Soweit ich weiß, gut 10 Jahre. Und sie hatten keine Ahnung, was sie damit machen sollten. Und da hast du an alte Hausboote gedacht. Zuerst haben wir ein Team zusammengestellt. Und als wir zusammensaßen, hatte der Landschaftsarchitekt die Idee, dass wir Pflanzen nutzen, um den Boden zu säubern. Es gibt bestimmte Pflanzen, die den Boden reinigen können. Aber das braucht Zeit. Und ich hatte die Idee, Hausboote zu benutzen, die normalerweise verschrottet werden, und Ateliers daraus zu machen. Sie auf das Land, auf den verschmutzten Boden zu stellen. Ein Steg dazwischen, um in... Geliebt. Sie sind alle gleich und doch verschieden. Sie verbinden, sind ein Element unaufgeregter Geschäftigkeit. Viele Male am Tag die gleiche Strecke, die gleichen Rituale. Das Be- und Entladen, die Geräusche, das Treiben der Menschen, die ankommen wollen. Eine Fähre ist nie ein Ziel, sie ist nur ein Werkzeug, ein Weg. Wir fahren zum Gelände der ehemaligen NDSM-Werft. Es war einmal die größte Schiffswerft Europas, bis sie 1984 stillgelegt wurde. Lange hatte die Gegend ein schlechtes Image, doch jetzt erlebt sie einen Aufschwung. Es gibt viele innovative Projekte mit kreativen Menschen. Der Kran ist nur auf den ersten Blick ein Relikt aus der Zeit, als hier Schiffe vom Stapel liefen. Das Faralda Crane ist heute ein exklusives Hotel. Hallo. Hey. Hallo. Willkommen. Komm rein ins Faralda Crane Hotel. Komm weiter. Jetzt wird's eng.
Maximal 8 Menschen passen hier rein. Ja, im Fahrstuhl. Ja, das oben wird's noch schlimmer. Da wird's richtig intim. Guten Tag. Das ist Edwin. Hi. Hi, Auke. Hi, Edwin. Edwin Kornmann-Rudi hatte die Idee für dieses außergewöhnliche Hotel. Den Namen Faralda gab Edwin seinem Hotel nach einer schönen und sinnlichen Holländerin aus den 40er Jahren. So. Das vaste Gedeelte van de Kraan. Das ist der feste Teil vom Kran. Und dieser Teil, den du hier siehst, geht 50 Meter in die Höhe und dreht sich im Wind. Das ist wirklich majestätisch. Das ist spannend, aufregend. Und ich muss mich auch immer wieder neu daran gewöhnen. Ich kann mir vorstellen, wenn man im Bett liegt und schläft. Zuerst schlafen sie durch, wenn sie schlafen. Das ist auch etwas Besonderes. Die Menschen liegen entweder im Whirlpool, hängen an der Bar rum oder sitzen ganz oben. Sie nehmen dies auch wirklich als Erfahrung. Das ist ein Hotel, aber es ist auch alles sehr spannend. Die Ausstattung der drei Suiten ist unkonventionell. Gäste sind vor allem kreative Menschen, wie Musiker, DJs und andere Künstler, die immer wieder hier übernachten, wenn sie in der Stadt sind und pro Nacht 450 bis 550 Euro bezahlen. Man noch nie waren. Auch mitten auf dem Wasser. Pampus, die Festungsinsel. Kann ich hier sitzen? Ein Mann, der sich Notizen macht, macht neugierig. Und so erzähle ich, dass ich per Anhalter über die Wasserwege nach Odessa fahren will. Wir sind los von der Binnenseite, willen graag nach buiten. Habt ihr ein Boot oder wirst du die ganze Zeit trampen? Ich trampe. Ich habe eine Idee. Du kannst auch neben dem Kanal herlaufen. Und dann mietest du ein kleines Boot. Ein kleines Ruderboot. Oder auch so ein Flachboot. Ich glaube, dass es noch nicht einmal einen Kanal von Friesland nach Groningen gibt. Doch. Jawohl. Weißt du auch, wie der Kanal heißt? Nee. Nein? Wie heißt er denn? Erwischt. Ich dachte, dass es der Prinzessin-Margrit-Kanal ist. Denke ich. Oder ist es der Van Starkenborch-Kanal? Das könnte auch sein. Und der führt nach Friesland? Ja, glaube ich schon. Fast in jeder Stadt gibt es doch einen Kanal. Warum fahrt ihr nach Pampus? Einfach so? Eine kleine Tagestour. Eine Tagestour? Um es mal zu sehen. Du hast keine Ahnung, was es da so alles gibt? Nein. Auch dies typisch holländisch. Wasser als Weg, sich die Welt zu erschließen und ebenso als Werkzeug der Verteidigung. So entstand Pampus. Vor Pampus liegen, das heißt warten müssen. Die Schiffe lagen damals vor Pampus in der Fahrrinne und warteten darauf, in die Stadt gelassen zu werden. Um nach binnen geloodst te worden. Das habt ihr nicht gewusst, hä? Das Eiselmeer war damals noch Teil der Säudersee, also des offenen Meeres. So konnte vor Pampus liegen sehr lange dauern. Denn die Schiffe mit schwerer Ladung aus dem fernen Osten mussten auf die nächste Flut warten. Die Seeleute, so kurz vor zu Hause, langweilten sich an Bord und begannen zu trinken, oft bis sie besoffen umfielen. Auch das heißt liegen vor Pampus. Pampus wurde für den Krieg gebaut, doch das Fort wurde nie kriegerisch genutzt. Die Festung entstand Ende des 19. Jahrhunderts als Reaktion auf den Französisch-Deutschen Krieg. Es war eine Zeit, die Festung stand jahrelang leer und kaum jemand verirrte sich auf die Insel. Ein bizarres Niemandsland, in das nur abenteuerlustige Kinder kamen.
Jetzt gibt es Fährverbindungen und man kann die Gemäuer und ihre Geschichte entdecken. Für das Erkunden der Insel hat man 2,5 Stunden. Dann kommt die Fähre zurück und holt die Besucher wieder ab. Imre, der Kapitän, ist ein Freund. Früher war er Matrose auf Segelschiffen. Wusstest du, was Pampus bedeutete? Ja, ich bin da schon oft gewesen. Du warst schon oft hier? Mit anderen, kleineren Booten? Ja, seit meiner Jugend. Ich bin in dieser Gegend aufgewachsen, mit Bezug zum Wasser. Und ich fuhr auch als Matrose auf einem traditionellen Segelschiff, machte Tagestouren mit Passagieren. Und dann ging ich oft nach Pampus, auch nur, um mit dem Fortwächter eine Tasse Kaffee zu trinken. Das war schön zu sehen. Du kamst hierher gefahren, hast telefoniert und gleichzeitig hast du auch noch das Steuerrad in der Hand gehalten. Ja, du sagst es. Den rufe ich später zurück. Das ist so die Art und Weise, wie dieser Betrieb hier läuft. Das ist ein Ein-Mann-Betrieb. Und es ist schwierig, daraus mehr zu machen, ohne dass man Mitarbeiter einstellt. Mit dem, was ich hier mache, verwirkliche ich einen Traum. Da bin ich jetzt mittendrin. Diesen Betrieb aufzubauen, das ist unwahrscheinlich gut. Das macht sehr viel Spaß. Imre lebt seinen Traum, mit dem eigenen Fährboot selbstständig zu sein. Mein Traum ist es, nach Odessa zu fahren. Ich brauche eine Karte. Und der beste Platz hierfür ist das maritime Antiquariat im Schreiersturm. Ich brauche Informationen. Ich will eine Reise machen von Amsterdam nach Odessa. Odessa? Oh. Das ist ein Paradies für Wasserbegeisterte. Wir müssen mal sehen, ob wir die Route finden. Hier ist Amsterdam. Ich versuche, einen ziemlich direkten Weg zu nehmen. Durch den Norden Hollands. Quer durch Deutschland. Weiter durch Polen und Weißrussland. Und dann den Dnieper hinunter. Ich versuche, einen ziemlich direkten Weg zu nehmen. Durch den Norden Hollands. Quer durch Deutschland. Weiter durch Polen und Weißrussland. Und dann den Dnieper hinunter. Dit zijn dus de Oranje sluizen. Dat is die Oranje sluizen. De toegang van en naar Amsterdam. En ik. Und ich hoffe, ein Schiff zu finden, das mich mitnimmt. Aber wie ihr seht, ist es sehr ruhig. Ich hoffe, dass das nicht den ganzen Tag so bleibt. Was für ein Schiff. Guten Morgen. Ja. Bitte festmachen, da drüben. Dreht ihr eine Runde? Das ist eine Gruppe aus Italien. Wir fahren von hier nach Volendam. Und dann wieder zurück. Ja, aber nicht mehr mit dem Boot. Nicht mit dem Boot. Wir lassen Sie in Volendam raus. Okay, viel Spaß. Danke fürs Anlegen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wohin fahrt ihr? Wir fahren wahrscheinlich nach Stavoren. Stavoren, Friesland? Ja. Okay, ich reise von Amsterdam nach Odessa, aber Friesland ist schon die richtige Richtung. Könnte ich mitfahren? Darf er mit? Aber es ist eine 6-Stunden-Fahrt, das wissen Sie schon, oder? Ja, aber nach Odessa werde ich bestimmt 40 Tage fahren. Wo müssen Sie in Friesland sein? Stavoren oder Lemmer? Ist egal.
Ist an sich kein Unterschied. Stavoren passt mir sehr gut. Wir fahren jetzt dahin. Direkt ohne Stopp. Also, komm an Bord. Super. Vielen Dank. Hi, Auke Hulst. Rob Peters, das ist meine Frau Nienke. Auke. Nienke. Es geht hinaus aufs Eiselmeer, den größten Binnensee der Niederlande. Ein riesiger Deich trennt ihn von den Fluten der Nordsee. Ich habe schon in einem Autotramper mitgenommen, aber noch nie auf einem Boot. Das ist neu. Was hast du vor? Es war einmal die größte Schiffswerft Europas, bis sie 1984 stillgelegt wurde. Lange hatte die Gegend ein schlechtes Image, doch jetzt erlebt sie einen Aufschwung. Es gibt viele innovative Projekte mit kreativen Menschen. Der Kran ist nur auf den ersten Blick ein Relikt aus der Zeit, als hier Schiffe vom Stapel liefen. Das Faralda Crane ist heute ein exklusives Hotel. Hallo. Hey. Hallo. Willkommen. Komm rein ins Faralda Kran Hotel. Komm weiter. Jetzt wird's eng. Maximal 8 Menschen passen hier rein. Ja, im Fahrstuhl. Ja, das oben wird's noch schlimmer. Da wird's richtig intim. Guten Tag. Das ist Edwin. Hi. Hi, Auke. Hi, Edwin. Edwin Kornmann-Rudi hatte die Idee für dieses außergewöhnliche Hotel. Den Namen Faralda gab Edwin seinem Hotel nach einer schönen und sinnlichen Holländerin aus den 40er Jahren. So, das vaste gedeelte van de kraan. Das ist der feste Teil vom Kran. Und dieser Teil, den du hier siehst, geht 50 Meter in die Höhe und dreht sich im Wind. Das ist wirklich majestätisch. Das ist spannend, aufregend. Und ich muss mich auch immer wieder neu daran gewöhnen. Ich kann mir vorstellen, wenn man im Bett liegt und schläft. Zuerst schlafen sie durch, wenn sie schlafen. Das ist auch etwas Besonderes. Die Menschen liegen entweder im Whirlpool, hängen an der Bar rum oder sitzen ganz oben. Sie nehmen dies auch wirklich als Erfahrung. Das ist ein Hotel, aber es ist auch alles sehr spannend. Die Ausstattung der drei Suiten ist unkonventionell. Gäste sind vor allem kreative Menschen, wie Musiker, DJs und andere Künstler, die immer wieder hier übernachten, wenn sie in der Stadt sind und pro Nacht 450 bis 550 Euro bezahlen. Ich habe mit Sozialhilfe angefangen. Vorher hatte ich Privatkliniken und Gesundheitszentren und bin damit aber auf die Schnauze gefallen. Also habe ich das hier aus der Sozialhilfe heraus angefangen. Ich hatte 835 Euro pro Monat und jeder hat gedacht, dass dies einen großen Investor braucht. Doch es ging anders. Mit kleinen Schritten und viel Eigenleistung hat er sein Hotel aufgebaut und ist erfolgreich damit. Sozialhilfe ist Schnee von gestern.